Radio 1. Flake, des Tastenfickers Podcast. Herzlich willkommen, da bin ich wieder, um Sie die nächsten zwei Stunden durch den Abend zu begleiten, bei dem, was Sie auch immer machen werden. Abendbrot ist fertig, Kinder sind im Bett, hoffe ich mal. Und ja, ich weiß auch nicht, was Sie jetzt machen. Da kommt doch die Frage, was ich eigentlich hier mache immer. Wenn ich sage, ich arbeite, müssen alle herzlich lachen. Da traue ich mich ja nicht so zu sagen. Aber was ist Arbeit eigentlich? Also das hat ja jetzt nicht dringend mit Geld zu tun oder so. Das Erledigen einer Aufgabe steht da irgendwie drin oder so. Ich weiß nicht, was Arbeiten ist. Also wenn die anderen lachen, wenn ich sage, ich arbeite, heißt ja, die schätzen Arbeit hoch ein. So hoch, dass ich das nicht mache. Aber wer selber arbeitet, schimpft meistens, na, da ist scheiße Arbeit hier, ich muss noch weg und dies und das. Bei den Kindern ist es noch einfacher. Die würden gerne arbeiten, gern, wenn sie groß sind, weil arbeiten gehen heißt ja einfach auch groß sein. Und die meisten Kinder, also wenn es Jungs sind, sehen das sehr einfach. Großes Auto auf der Straße und gut zu sehen sein, bleibt Müllfahrer oder Feuerwehrmann, sind die bei den Traumjobs. Und die machen da auch gar keinen Unterschied, ich eigentlich auch nicht, weil ist es Arbeit? Ja. Ist Arbeit, ist ein Feuerwehrmann Arbeiter, weiß ich nicht, aber ein Held ist er auf jeden Fall. Der Müllfahrer auch, klar, sind auch Helden, Helden der Arbeiterklasse. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me.
If you want to be a hero, well, just follow me. Unverkennbar John Lennon. Das sollte ein Lied sein über das soziale Gefälle der Klassengesellschaften. Er hat im Interview auch dazu, er hat ja gerne Interviews gegeben und auch gerne viel erzählt. Da hat er gesagt, dieses Lied ist für den Arbeiter und nicht für Tussis und Schwuchteln. Das hat mich dann doch sehr erstaunt, weil ich dachte nicht, dass die Arbeiterklasse den Tussis und Schwuchteln so gegenüberstehen. Das wundert mich sehr, dass sowas gerade auch von ihm kommt. In der DDR war das ja auch nicht ganz klar. Es gab ja die Arbeiterklasse und die Gegenpartei war, also was heißt die Gegenpartei, und die anderen waren die Bauern. Da haben sie gesagt, ein Arbeiter- und Bauernstaat. Also die Arbeiter und Bauern waren zusammen und das, was übrig blieb, waren dann die sogenannten Intellektuellen oder so. Und das waren immer die Bösen. Das waren im Tatort die mit Antiquitäten gehandelt haben oder Gebrauchtwagenhandel im Osten irgendwie hatten. Wobei ich sagen muss, die waren ja wirklich auch kriminell und sind es eigentlich so immer noch. Aber um die jetzt nicht. Das geht um Arbeiter, um die Arbeiterklasse. Und ich selber, ich habe wenigstens noch Werkzeugmacher noch gelernt und bin jeden Morgen 5:30 aufgestanden und habe mich so organisiert, dass ich ganz, also dass ich lange schlafen kann und nicht um 5 aufstehen muss, sondern erst 5:30. Die Arbeit fing um 7 an, dass ich schnell alles schaffe und habe genau geschafft, 3 Titel beim Anziehen auf dem Plattenspieler zu hören. Da habe ich mir abends schon die Platte so hingelegt, schon raufgelegt, den Tonarm auf den Ständer dazu, aber wusste schon, ich will Titel 2 bis 4 hören, also 2, 3, 4. 3 Titel schaffe ich. Und lange Zeit im Frühjahr, im April, ich weiß es noch wie jetzt, weil ich verbinde Musik mit der Stimmung auch dazu. Und wenn ich ein Lied höre, habe ich auch den Geruch dazu in der Nase, der da gerade im April war. Ich sag mal 1984. Und da habe ich das Lied von Tonsteine Scherben gehabt, Guten Morgen. Weil da geht der Sänger zur Arbeit und er sagt, wenn ich diesen roten Backsteinbau sehe, kriege ich so schlechte Laune oder so, wir hören das gleich. Und da habe ich genau vor Augen gehabt, den Weg, den ich morgens in meinen roten Backstein gehe, baue von der Lehre. Und deshalb habe ich das Lied so verinnerlicht und habe jedes Zeile mitgefühlt. Und dieses Lied war mein Lied aus meiner Zeit in der Arbeiterklasse. Guten Morgen. Was richtig geht. Wenn ich in der Frühstückspause ein drittes Brötchen verschlinge und in Gedanken
schon wieder eine Pfeile schwingt. Wenn der Alte zu mir sagt, Alter, wie geht's denn so? Da sag ich mir, jetzt setz ich erstmal eine Stunde aufs Klo. Morgen Britta. Morgen Chino. Hey Funky. Morgen Marie. Dem Lied ging es dann richtig gut los. Zur Arbeit, Arbeit. Und ich habe auch die Pfeile geschwungen. Also sogar das hat gestimmt. Und die drei Brötchen auch. Und ich habe mich gewundert, was man als Jugendlicher, der die Pfeile schwingt, doch für einen Appetit früh um 9, wenn es Frühstück gibt. Also meine Mitkollegen haben sich 2 Currywürste mit Bratkartoffeln geholt und Ei zum Frühstück um 9. Da war ich gewohnt, so ein paar Haferflöckchen zu essen oder irgendwie was ganz Kleines, Feines. Aber langsam habe ich mich dann auch entwickelt und die Brötchenanzahl doch schlagartig erhöht. Wir bleiben bei Ton, Steine, Scherben. Ich finde den Namen so gut. Ich dachte früher, das ist so eine Revolutionsband und Straßenkampf. Und da nimmt man, da steht Geschirr, da nimmt jemand einen Stein und dann ist aus dem Geschirr Scherben. Also, dass sie alles kaputt schlagen wollen. Und erst viel später habe ich in irgendeinem Interview gehört, dass Lanro irgendwie gesagt hat, dass das Zitat von Heinrich Schliemann ist, als er Troja ausgegraben hat. Da hat er gesagt, alles, was ich sah, waren Ton, Steine, Scherben. Ist ja natürlich völlig klar, wenn man eine Ausgrabung macht, da liegt halt nichts anderes drum, außer Knochen vielleicht noch, aber Knochen hat er nicht oder es hat nicht in den Namen gepasst. Jedenfalls heißen die so, nicht weil sie was kaputt schlagen wollen, sondern weil sie Heinrich Schliemann verehrt haben oder einfach diesen archäologischen Aspekt so gut fanden, dass man da auf einen Blick so verschiedene Sachen sieht. Das nächste Lied handelt davon im Prinzip, worum es in der Sendung gehen soll, um diesen Klassengegensatz zwischen der Arbeiterklasse und den Chefs. Und der Chef oder Boss oder wie man den auch immer nennen will, da kommen wir noch später drauf, da hat Gunter Gabriel noch was dazu zu sagen, wie man sich schon denken kann, aber jetzt kommen erstmal nochmal die Scherben. Nach Hause zu meiner Braut, ein bisschen was zu fressen hab ich bei Karstadt geklaut und ich sag zu ihr, Puppe, ey, ich bin heute zu geil, und sie sagt, mach dich, Junge, schalt den Fernseher ein, dann bin ich echt fertig. Und was ich stehen hab, das lass ich stehen. Den Abend, den kannst du mich nur noch in der Kneipe rumhängen sehen. Da sauf ich mich voll und wichst mich einer an. Man kriegt ein paar aufs Maul, solange ich kann. Und von dem ganzen Fuße ich zum Schluss ein, der Wirt weckt mich um 5 und Quatsch, Arbeit, Junge, muss sein. Musik.
Ich gehe unheimlich gerne auf den Rummelplatz. Ich stehe auf Trubel und ich stehe auf dem ganzen Krach. Dann fahre ich stundenlang mit der Achterbahn und ich schau mir die schöne Scheiße mal von oben an. Am Autoscooter fahr ich einen dicken Wagen. Ich fahr das ganze Jahr nur Mofa. Jetzt kann ich auch mal jagen. Und an der Losbude hoffe ich immer noch aufs große Los. Ich zieh nur Nieten. Warum macht sie Scheiße bloß? Aber an der Schießbude stehen mit einer Knarre in der Hand. Da träum ich, ich knall alle Schweine ab. Und uns, uns gehört das Land. Hafenstraße, da sauf ich mir einen an und dann hol ich mir eine Waffe, da schnapp ich mir einen Knüppel und dann fackel ich nicht lang. Ich geh zum Chef aufs Büro und ich zieh die Kröcke blank und wenn er dann winselt, verlassen Sie mein Haus! Da soll er sein Mittagessen lutschen! Ich schlag ihm ein paar Zähne raus! Ich schrei, du Drecksau! Gehst jetzt arbeiten für meinen Lohn! Marsch ab in die Kolonne! Die anderen, die warten schon! Der Laden gehört jetzt uns allen! Nicht mehr die allein. Dein Fixer-Job ist aus. Wir messen dich nicht mehr, du fettes Schwein. Das waren Tonsteine Schaben. Und Kai Sichtermann, der Bassist, hat eine andere Geschichte erzählt. Der hat gesagt, die sind vorbeigekommen an einem Schild Industriegewerkschaft Bausteine Erden. Und dann haben sie aus Bausteine Erden VEB Tonsteine Scherben gemacht. Und das VEB haben sie dann weggelassen, weil das keiner verstanden hat im Westen, was das sein soll. Die fanden das sehr lustig wegen volkseigener Betrieb. Die Linken im Westen waren ja linker als die Linken im Osten im Prinzip. Und das hat aber keiner verstanden, deshalb hießen sie nur Tonsteine Scherben. Bei der ganzen Diskussion über die Arbeit darf man nicht vernachlässigen, dass den meisten Menschen, vor allem in der Vergangenheit, gar nicht die Entscheidung zustand, ob sie Feuerwehrmann werden wollen oder Müllmann oder sonst irgendwas. Denn durch die Klassen,
Unterschiede, sind viele einfach schon als Sklaven geboren wurden und mussten einfach das machen, was ihre Eltern gemacht haben oder was ihr Besitzer eben wollte. Und in Amerika, als sie extra ja die Afrikaner auf Schiffen dahin gekarrt haben, was heißt man auch Karren bei Schiffen, geschifft haben, mussten die auf den Baumwollfeldern arbeiten. Und da haben sie sich dann verschiedene Lieder ausgedacht, damit ihnen die Arbeit besser von der Hand geht, weil das ist ja sehr monoton, das Pflücken, das tut doch sehr an Fingerspitzen weh, weil das so dornig ist. Und dann haben die Baumwollpflücker ewig zusammen gesungen und so, damit sie den ganzen Tag so durchhalten. Sind das dann wieder so Arbeiter oder Bauern, fragt man sich. Im Prinzip auch eine Art von Arbeit dann. Und es gibt ein berühmtes Lied, was sehr, sehr viele Bands gespielt haben. Lead Belly hat es 1940 zum ersten Mal veröffentlicht. Und später wurde das Lied gespielt von Odetta, Esther und Abi Ofarim. Wobei ich sehr geil finde, dass man sich Abi nennt. Dann ist das Abi dann schon nicht so schwer, wenn man es schon mal im Namen hat. Harry Fontabelle, Quatsch, Belafonte. Trini Lopez kenne ich nicht. Elvis Presley kenne ich. The Carter Family, Johnny Cash natürlich, Buck Owens, Bill Monroe, den finde ich sehr, sehr gut, Petula Clark, The Beach Boys, Creedence Clearwater Revival, Elton John, The Pogues, die Röner Sauwenst, was auch immer das sein mag, und Udo Jürgens, und den hören wir jetzt. When I was a little teddy baby, my mama would rock me in my cradle in the back home. But when I became a little older, my daddy would take me on his shoulder in the old cotton fields back home. 'Cause when them cotton bolls get rotten, you can pick a very much cotton in them old cotton fields back home. Way down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the old cotton fields back home. Sing! La 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 la. You may think it is very funny, but we didn't make much money in the old cotton fields back home. You may think it is very funny, but we didn't make much money in them old cotton fields back home. 'Cause when them cotton bolls get rotten, you can pick a very much cotton in them old cotton fields back home. Way down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Sing! La 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 la. When I was a little pity baby, my mama would rock me in my cradle in the old cotton fields back home. But when I became a little older, my daddy would take me on his shoulder in the old cotton fields back home. 'Cause when them cotton balls get rotten, you can pick a very much cotton in the old cotton fields back home. Way down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the old cotton fields back home. Sing! La 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 la. Udo Jürgens, die Sklaverei wurde Gott sei Dank abgeschafft, aber in den meisten Systemen nimmt man, wenn man keine Sklaven mehr hat, die Strafgefangenen, um die unangenehmen Arbeiten auszuführen, auch wo man ruhig dabei sterben kann oder so. Und das war natürlich in Deutschland so in der Nazizeit auch weit verbreitet. Und da hat Wolfgang Langhoff
mit Johann Esser einen Text geschrieben. Das ist wirklich der Wolfgang Langhoff, der Vater von Thomas Langhoff vom DT ist. Und die haben einen Text geschrieben und ein kaufmännischer Angestellter namens Rudi Gogul hat einen Text dazu geschrieben. Und dann haben sie am 27. August 1933 bei einer Veranstaltung namens Circus Concentrazani das Lied aufgeführt. Jetzt frage ich mich, ob der Texter auch Gefangener war und in seiner Gefangenenfunktion sozusagen dann den Text geschrieben hat, das Lied geschrieben hat, die Musik geschrieben hat oder ob er von außen kam. Er hat sich später erinnert, die 16 Sänger, vorwiegend Mitglieder des Solinger Arbeitergesangsvereins, marschierten in ihren grünen Polizeiuniformen, unsere damalige Häftlingskleidung. Damit hat sich geklärt, er war Mitgefangener, weil er unsere sagt, mit geschultertem Spaten in die Arena. Ich selbst an der Spitze in blauem Trainingsanzug mit einem abgebrochenen Spatenstiel als Taktstock. Wir sangen und bereits bei der zweiten Strophe begannen die fast 1000 Gefangenen den Refrain mitzusummen. Von Strophe zu Strophe steigerte sich der Refrain und bei der letzten Strophe sangen auch die SS-Leute, die mit ihren Kommandanten erschienen waren, einträchtig mit uns mit. Offenbar, weil sie sich selbst als Moorsoldaten angesprochen fühlten. Bei den Worten, dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor, stießen die 16 Sänger die Spaten in den Sand und marschierten aus der Arena die Spaten zurücklassend, die nun in der Moorerde steckend als Grabkreuze wirkend. Zwei Tage nach der ersten Aufführung wurde das Lied verboten. Trotzdem war es das Wachpersonal des Lagers, das wiederholt verlangte, dass das Lied von den Häftlingen auf ihren Märschen zum Arbeitsplatz gesungen wurde. Da wird die Musik wieder missbraucht, im Prinzip damit die Arbeiter besser arbeiten für die Nazis. Aber das Lied an sich ist so gut, ich kann jeden verstehen, der das gerne hören will. Wir haben das in der Schule gelernt und ich singe das jetzt noch manchmal beim Wandern vor mich hin, obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt political korrekt ist oder so, wenn man die Moorsoldaten singt, wenn man fröhlich durch den Thüringer Wald wandert. Aber was soll's. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heimwärts, heimwärts, jeder sehnet nach den Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer sehnet, weil wir hier gefangen sind. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein.
mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Die Moorsoldaten. Wir versuchen mal wieder ein bisschen auf eine heitere Ebene zu kommen. Ich hatte mal von Manfred Mauchenbrecher das Lied gespielt, Das ist Arbeit. Das wollte ich jetzt eigentlich spielen, aber da ich es schon vor ein paar Wochen gespielt habe, will ich es nicht nochmal spielen. Da ging es eben darum, dass alles, was er macht, im Prinzip so Arbeit ist, so wie im Boys, hier das berühmte Zitat, wo er in der Küche sitzt und Kartoffeln schält und die Studenten kommen rein und sagen, Herr Beuys, was machen Sie da? Hat er gesagt, ich mache Kunst. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber so klingt es erstmal gut. Und Herr Mauchenbrecher hat es im Prinzip mit Arbeit genauso gemacht. Dass er sagt, wenn er sitzt im Park und guckt den Spatzen zu, sagt er, das ist Arbeit. Das, also das im Prinzip für einen Künstler das ganze Leben zu beobachten auch zur Arbeit gehört. Und im Prinzip alles, was man macht, wenn man das so betrachten will, ist Arbeit, ohne dass es anstrengend sein muss oder so. Also Arbeit heißt ja nicht, dass was anstrengend sein muss oder so. Obwohl auch manchmal schon eine Erledigung, eine Aufgabe. Also wenn die Lehrerin sagt, Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, was soll man da sagen? Also bringt nichts. Den Kindern meistens nicht. Jedenfalls hat er noch ein Lied gemacht. Das handelt eher davon, wie das ist, wenn man keine Arbeit hat. Und wie schon Karl Eduard von Schnitzler wusste, das Schlimmste am Kapitalismus ist nicht, dass man arbeitslos ist, sondern dass man das Gefühl hat, dass man nicht gebraucht wird. Und das wünschen wir wirklich keinem Menschen. In einer Filiale der Agentur für Arbeit in einer ostdeutschen Mittelstadt. Der Sachbearbeiter schaut von seinem Laptop hoch, sagt, kommen Sie ruhig rein. Machen Sie die Tür hinter sich zu. Nehmen Sie Platz, Herr Rosenow. Aus Parchim, Ingenieur, alleinstehend, 53 Jahre alt und jetzt knapp 2 Jahre arbeitslos. Und Sie beziehen den Höchstsatz, alle Achtung. Das hat sich dann aber ganz angenehm gelebt, nicht wahr, Herr Rosenow? 120 Quadratmeter sanierter Altbau, schätze ich mal. Mitten im Stadtzentrum. Ein Skoda-Mittelklassewagen. Paar Aktienfonds. ISDN und DSL-Flat fürs Internet. Ein Beamer auf der Wochenenddatsche, die natürlich längst abbezahlt ist. Stimmt alles? Da sehen Sie mal an, das wusste ich, ohne Sie zu kennen. Ich kümmere mich nämlich um meine Klientel. Jetzt also auf Hartz IV, wie der Volksmund immer noch sagt. Da kommen aber andere Zeiten auf Sie zu. Das sollten Sie gleich wissen. Sie machen als erstes jetzt am besten mal eine Liste von all dem Vermögen, das Sie noch besitzen. Und ich nenne schon mal die Losung. Dann sehen wir weiter. Hemd auf, Brust raus, Hose runter. Klingt unangenehm, ganz recht. Soll es auch. Nun, wir wollen doch alle den Sozialstaat ein wenig verschlanken, Sie doch auch, nicht wahr? Haben Sie nicht jahrelang gegen all die Schmarotzer losgewettert, die Benutzer sozialer Hängematten, leistungsunwillige Drückeberger aus den sozialistischen Wärmestuben, Trinker, alleinstehende Mütter, die der Markt gleich wieder abstößt? Waren das nicht so ungefähr Ihre Worte? Nicht, dass ich Ihnen das jetzt vorwerfen wollte, aber was in aller Welt hat Sie darauf gebracht, Sie würden ausgespart vom Marktgesetz? CDU-Wähler der ersten Stunde, vor der Wende, nach der Wende. Bürgerlich bis in die Knochen. Das war mal Ihr Kapital, Herr Rosenow. Und irgendwann war es dann auch Ihr Fehler. Als Ihre Firma sich verschlankt hat, wurden Sie mit als Erster entlassen?
Die ehemaligen sozialistischen Kader haben dagegen clever nachgezogen, die haben sich Kapitalgesellschaften gegründet, haben sich gegenseitig Verlustzuweisungen zugeschrieben und die tanzen nicht mehr hier an und wollen Stütze, so wie sie. Also diese 57.000 Euro Lebensversicherung, von denen ich hier lese, die sind jetzt nicht mehr ihre. Die ziehen wir hier voll mit ein. Und die Datsche wird natürlich verkauft. Ja, wie, ist doch alles selbst erarbeitet. Glauben Sie denn, wir vermuten, dass Sie das geklaut haben? Dann würden wir es Ihnen vielleicht sogar lassen. Ist ein anderes Thema, da haben Sie recht. Aber wenn Sie von Ihrem Staat was haben wollen, mein Lieber, wohlgemerkt, dann ohne Hinterhalt und blank und frei mit leeren Taschen, Hemd auf, Brust raus, Hose runter. Na also, geht doch. Der nackte Mann, der kriegt dann seine 345 Euro. Jeden Monat, krisenfest. Jedenfalls soweit wir planen können. Na, Schwamm drüber. Jetzt ist nur ein Problem. Ich hätte Sie gerne aus der Statistik wieder raus. Sie müssten also wieder arbeiten. Natürlich nicht für die 4.000, die Sie mal gewohnt waren. Was? Was wollen Sie? Gemeinschaftsarbeit. Och, mein Lieber, tun Sie jetzt nicht so naiv. Spielplätze wollen Sie sauber machen. Oder in die Krankenpflege. Sie als Ingenieur. Wollen Sie denn wirklich sowas? Außerdem, wie sollte denn die öffentliche Hand, wie sollten wir denn sowas noch bezahlen? Ach kommen Sie, der Sozialismus war Ihr Ding doch nie. Die haben sowas bezahlt, mit all den Folgen, die wir kennen. Mauerbau, Gewissensterror. Wir nicht. Hier ist jetzt nur noch Markt, mit großer Mehrheit. Mehr als je zuvor. Nee, mein Lieber. Ich habe hier eine Liste von der regionalen Industrie und da gibt es Anforderungen, da würden Sie nur staunen. Jetzt haben Sie Glück, denn Ihre Firma existiert ja noch. Und die haben hier einen Bedarf angemeldet, der liegt mir vor und die schreiben, die suchen exakt den Ingenieur, der Sie mal waren. Und das ist die Chance. Das können Sie doch noch alles. Vielleicht stellt man Sie ja sogar noch mal wieder richtig ein. Wunder gibt es immer wieder. Ich wäre wirklich froh, wenn sowas passieren würde. Ich würde es Ihnen gönnen. Wir sind hier nämlich keine Unmenschen. Wir tun auch nur, was wir können. Und das ist wenig, da haben Sie recht. 1 Euro in der Stunde. Statt Ihrer 4.000 monatlich vorher. Aber dafür dann die 345 geradezu Freihaus. Ist das ein Deal? Jetzt gucken Sie denn plötzlich so böse. Das hilft nichts, wenn Sie nächstens anders wählen. Nicht mal die Grünen würden Ihnen helfen. Die PDS, da wo die mitregiert. Ehrlich gesagt, ich sehe wenig Spielraum. Amok bestenfalls. Oder Sie ringen sich doch noch mal durch zum guten alten Staatsbürger. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Auch Sie sind Deutschland. Hemd auf, Brust rauf, Hose runter. Kommen Sie, probieren Sie es einfach mal. Warten Sie. Ich hol gerade mal einen Spiegel, da können Sie selber sehen, wie Ihnen das steht. Hemd auf, Brust raus, Hose runter. Hier sehen Sie selbst, ich finde, Ihnen steht das ausgezeichnet. Eigentlich sind Sie genau der Typ, dem sowas steht. Kommen Sie, wir wagen mal ein Tänzchen zusammen, wir beide. Raus,
Hose runter. 20 Jahre jünger sieht er aus, der Kerl. Manfred Mauchenbrecher, ein tadelloser Typ. Ich weiß ja nicht, wieso der so unbekannt ist. Ich habe ihn zuletzt gesehen in Karwitz in der Dorfkirche. Da hat er gespielt im Sommer vor, weiß ich, 100 Mann oder so. Der hätte in meinen Augen größeren Erfolg verdient. Aber wer was in wessen Augen verdient hat, ist ja eine völlig so andere Frage. Meine Tochter hat mal gedacht, meine Frau arbeitet bei Amazon. Weil immer, wenn es aus der Schule kam oder so, saß meine Frau am Schreibtisch, Computer aufgeklappt und Amazon war Mädchen. Na, Mama, arbeitest du bei Amazon? Ist natürlich ein Witz, habe ich mir jetzt ausgedacht. Wir bleiben in Norddeutschland von Parchim. Ja, wo kommt eigentlich Torfrock her? Ich würde erstmal spontan auf Hamburg tippen. Mal sehen, ob es stimmt. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich auch ein Arbeiter. Hat ja was mit Flaschbier Werner zu tun? Ich denke mal ja, weil der Torfrock hat die Musik gemacht. Beinhart wie ein Rocker. Das ist nicht ganz so meine Welt. Und Flaschbier Werner ist auch kein Arbeiter. Also man muss schon ganz schön suchen, bis man einen richtigen Arbeiter findet. Aber ich glaube, der Presslauf von mal Bernhard, weil ich ein B zu wenig hatte, sei es mir nachgesehen, der ist ein Arbeiter. Die Leute erzählen, ich hoppel, wenn ich geh. Und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig. In der Frühstückspause verschüttel ich den Tee, aber für mich ist das alles nicht so wichtig. Mit meinem Presslufthammer fühle ich mich verbunden und bin verknallt in Staub und Schutt. Und ich ratter euch in nicht mal 4,5 Stunden an ein Familienhaus in Dort. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadazong, radadazong, weg ist der Balkon, dong. Mit meinem Chef versteh ich mich allerbest. Ich jammer ja auch nie rum von Lohnerhöhung oder Arbeitsgesetz. Und der findet, ich bin gar nicht so dumm. Moin, moin, mein Bernhard, mach hin und gut Holz, brüllt er mir manchmal ins Ohr. Und dann krieg ich ne Zigarre und dann bin ich ganz stolz und dann knatter ich ihn ein vor. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadazong, radadazong, weg ist der Balkon, dong. Doch geht er hin. Nur einmal ist mein Chef in Wut geraten, da musste ich zu ihm nach Hause und sollte ihn seinen Garten umgraben und er sagte, ich mach erstmal Pause. Hier rumzustehen hat sowieso keinen Zweck, ich besuch erstmal unseren Pastor. Und ich hab verstanden, knack hier alles weg, als er zurückkommt, loch sein Haus auf den Laster. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mach ich Krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Thank you.
Jeden Tag hol ich den, den, also so ein Hammer mit harter Luft, den, 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 also womit man diese Steine immer so kaputt machen tut, ne? Na, na, ist ja egal, ich muss sowieso wieder zu meiner Arbeit. Lass das doch nach mit dem Rock'n'Roll, das war doch einmal nicht peinlich, oder was? Wir kommen vom Presslufthammer zum Maurer und dieses Lied ist, glaube ich, von 1938 oder so. Und da kann man mal wieder sehen, dass sich manche Sachen einfach nicht ändern. Das ist völlig egal, in welcher Gesellschaft oder so ist das. Ein Maurer ist halt ein Maurer. Und immer sehr gewissenhaft. Ich hab ein Haus in Berlin, das ist noch wie neu. Bloß oben ist ein Loch, da ging etwas entzwei. Nun fehlen da oben ein paar Steine, müssen neue dorthin. Ich sag zu einem Maurer, na, die sind doch bald drin. Aber gewiss, lieber Mann, da fangen wir gleich morgen an. Also um 8 soll er ankommen. Eine Stunde vergeht, der Segen ankommt. Ich sage, das ist spät. Nee, sagt er, ist 9. Die richtige Zeit. Da sehe ich, zähl doch mit und ich wohne sehr weit. Wollte Straßenbahn nehmen. Keine zu sehen. Ruf ein Auto, besetzt, na, da muss ich doch gehen. Aber nur jeden voran. So fangen wir gleich an. Na, dann zieht er sich um, recht gründlich exakt. Was er mitgebracht hat, das wird ausgepackt. Er guckt drauf nach dem Haus, da fehlt ein Stehen an dem Fleck. Also nimmt er einen Stehen und legt ihn gleich wieder weg. Er sucht erst eine Leiter, um nach oben zu gehen. Rechts 8 Schritte weiter, da schlägt es 10. Na, dann frühstückt am besten, holt sein Püllchen raus, steckt die Pfeife in Brand, die jetzt guckt sie mal aus. Und wie sie brennt, sagt er dann, nun fangen wir gleich an. Er nimmt noch eine Prise, es ist über 11. Der nimmt er den Stehen, es ist noch derselbe, da muss er niesen. Der Kopf wird ihm schwer. Er legt den Stehen wieder weg, denn sonst gibt's ihn mal leer. Er sucht nach einem Tuch, er hat leider keins. Ich sah es gut, dann nehmen sie meins. Dann ist ihm wieder wohl wie ein Fisch in der Elbe. Und dann nimmt er den Stehen, es ist noch immer derselbe, will auf der Leiter, da schlägt er 12. Dann legt er den Stehen wieder weg. Seine Frau bringt das Essen. Nach so einer Arbeit, da schmeckt es, wird festlich gegessen. Sie setzt sich zu ihm, er setzt sich zu ihr. Es gibt Carbonade und Gurken und Bier. Dann liest er die Zeitung und sagt, entrüstet zu ihr, du, da streiken sie wieder. Die sollen schaffen wie wir. Und dann gibt er ihren Küssen und dann schläft er ein bisschen. Und dann schlägt Uhr 2. Und da ist schon eine kurze Pause vorbei. Nun sagt er jetzt ran, nun fangen wir gleich an. Dann wird der Lehm umgerührt, der Weiche, der Gelbe. Und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe. Da wird ihm schlecht. Die Jurken, das Bier, er legt den Stehen wieder weg und nimmt sein Zeitungspapier, denn der Stehen wäre weniger ihr eigen dafür und geht an eine Tür und da steht Bier. Kommt nach 3 wieder raus aus dem kleinen Gewölbe und dann nimmt er den Stehen, ist noch immer derselbe und geht nur richtig, ohne Rast, ohne Ruh, mit dem Stehen auf der Leiter, was sagen sie nur? Die hat 20 Sprossen, jeden Fuß weit entfernt, aber er geht unverdrossen, gelernt ist gelernt. Da bei der 18. hält er, die Uhr schlägt 4, ist Feierabend und er steht hier. Nicht oben, nicht unten, die Sache geht schief. Er darf nicht mehr weiter nach dem Tarif. Er hat noch 2 Sprossen, aber darf sie nicht gehen. Oder 18 nach unten, ja, aber nicht mit dem Stehen. Was soll er nur machen, so nah am Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Aber das Pflichtgefühl fies. Ist egal, sagt der Grob. Und er lässt den Stehen fallen um mir auf den Kopf. Um die ich schimpfe, da sagt er, warum stehen sie denn hier? Wir brauchen keinen Kopf mehr, sie können schaffen wie wir. Im Osten war ein Handwerker so was gottgleichet. In der Windstraße gab es einen Klempner, der hatte dienstags von 13 bis 14 Uhr Sprechstunde oder so. Da stand dann der ganze Kiez und wollte einen Termin. Und er saß drin im Büro, hat geraucht, ich glaube Zigarre und Pfeife. Also es hat eine dicke Wolke, wenn ich mit meiner Mutter mitgegangen bin, weil ich Hauskind war. Bin ich da fast gestorben, weil man in dem Raum nicht atmen konnte, aber wir mussten da halt rein, das war wichtig, weil irgendwas bei uns hat die Klospülung, hat getropft und dann hat man Termine gekriegt, irgendwie 8 Wochen später oder so, hat sich der Klempner dann erbarmt, ist er natürlich nicht selber gekommen, sondern irgend so ein Lehrling. Und dann hat man Kuchen gebacken, man hat Kaffee gekocht, den Westkaffee von der Oma noch mitgebracht, so vorbereitet, die Wohnung geputzt. Und alle so vorbereitet. Es gibt auch viele Geschichten, die mit Sex zu tun haben. Ich kannte mal einen, der war irgendwie, ja, der war wohl Klempner. Und der hat ununterbrochen erzählt, dass er wohl nichts mehr gemacht hat, als mit einem alleinstehenden Frauen so zu schlafen, wenn der Mann auf der Arbeit war. Also da waren sie ja nicht alleinstehend, nur kurz. Und
hat man alle zu schick gemacht und dann kam die Wende, dann kam der Westen und auf einmal war ein Handwerker einfach ein Handwerker und man konnte zu ihm sagen, naja, wenn du das nicht machst, dann nehme ich mir eben einen anderen und die, nee, nee, wir machen das schon und dann lief das alles. Aber irgendwie hat es jetzt eine Entwicklung genommen, dass es wieder keine Handwerker gibt und dass man wieder anfängt, Kuchen zu backen und Kaffee zu kochen und ich passe auch auf, dass meine Frau nicht allein ist an der Klempnerkopf. Hier ist ein Lied über den Klempner. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerksschuh. Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten, immer wieder gibt es Pfannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf. Neulich hab ich einen Boiler installiert, der hat gut und gern zwei Tage funktioniert. Dann war er drei Tage alt und das heiße Wasser kalt, na, da hab ich gar nicht lange repariert, sondern sofort einen neuen installiert. Und da fragt mich doch der Kunde noch nachher, ob denn Reparieren nicht doch preiswerter wäre. Da antworte ich blitzeschnell, ihr uraltes Modell stellt die Firma heute schon gar nicht mehr her. Und Ersatzteile gibt's längst nicht mehr. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerksschuh. Selbst in schweren Wirtschaftskrisen finde ich Rohre hinter Fliesen ist ein Unglück anzurichten und ein Abfluss abzudichten. Ich bin Klempner von Beruf. Gestern Mittag hat ein Kunde angeklopft, bei ihm sei wohl ein Abwasserrohr verstopft. Ich erneuere rasch die Dichtung und dann stimmt doch schon die Richtung. Wenn man einen Stopfen in die Röhre pfropft, kann es sein, dass dann der Rücklaufkrümmer tropft. Doch wahrscheinlich hat ein Doppelflansch geklemmt, darum habe ich gleich die Mauer aufgestemmt und das Halbrundstück durchstochen und die Wohnungswand durchbrochen und die Nachbarwohnung auch noch überschwemmt. Es gibt nichts, das einen Klempner hemmt. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerk schuf. Immer werden Hähne tropfen, werden Waschbecken verstopfen, immer gibt es was zu schweißen, abzubauen und einzureißen. Ich bin Klempner von Beruf. Letzte Pfingsten war es, glaube ich, um 7:30. Da rief mein Mann an, völlig aufgebracht. Bei ihm sei ein Rohr gebrochen, er selbst nass bis auf die Knochen und das sprudelt und das gluckert und das kracht. Prima, sagte ich, das wird sofort gemacht. An einem nebigen Novembertag brachte ich ihm erst mal den Kostenvoranschlag. Noch muss er zum Keller schwimmen und zur Nacht sein Dach erklemmen, denn vor Juni tue ich keinen Hammerschlag. So hat jeder seine Sorgen heutzutage. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerk schuf. Es gibt immer ein paar Muffen abzubauen und rumzubuffen. Es gibt immer was zu planschen, an den Hähnen zu verflanschen. Ich bin Klempner von Beruf. Am Freitag kam eine Reklamation, ein Kunde rückte die Installation. Immer wenn er Wasser zapfe, sammle Erdgas sich im Napfe und klingle zufällig das Telefon. Gäbe es manche heftige Detonation. Ich löste das Problem höchst elegant, indem ich Telefon und Hahn verband. Wenn es jetzt im Hörer tutet, wird die Küche überflutet und durch diesen Kunstgriff meisterlicher Hand ist jetzt jede Explosionsgefahr gebannt. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerk schuf. Denn in Villenhütten, Lauben gibt es Muttern zu verschrauben, selbst auf Schlössern alten Stolzen gibt es Schellen zu verbolzen. Ich bin Klempner von Beruf. Gründlich sein ist jeden Klempners Pflicht. Donnerstag war eine Leitung nicht ganz dicht. Mit dem Anziehen einer Mutter ist das längst noch nicht in Butter, denn wenn dabei eine Bogenschelle bricht, reduziert sich oft die Druckmanschette nicht. Folglich habe ich vom Keller bis zum Dach alle Rohre neu verlegt und hab danach auch den Kühlschrank noch erneuert, was die Sache zwar verteuert, aber dafür sagt mir auch kein Kunde nach, dass ich bei der Arbeit halbe Arbeit mach. Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach hoch dem Daddys goldene Handwerk schuf. Linke Hand die Werkzeugtasche, 20er Schlüssel, Thermosflasche, rechte Hand meine Rohrzange, so wird mir so schnell nicht bange. Ich bin Klempner von Beruf. Und braucht man keine Klempner mehr, na, dann werd ich halt Installateur. Wenn ich zum Arzt gehe, suche ich mir immer die Frauenzeitschriften raus, weil ich ja die Frauen verstehen will, damit ich besser mit ihnen umgehen kann. Und ich denke, wenn ich lese, was die Frauen lesen, lerne ich das auch alles ein bisschen besser kennen. Ich nehme zum Beispiel auch Frauenparfüm, weil Parfüm, was Frauen gut finden, finden sie auch gut, wenn es dann Männer tragen, habe ich gedacht. Und Frauenseife und so. Jedenfalls lese ich mir dann die Frauenzeitungen durch, was die so gut finden und gucke mir die Fotos an. Und dann kommen die richtig ins Schwärmen, wenn sie mal einen richtigen Arbeiter auf der Straße sehen, der richtig verschwitzt und mit Muskeln, freier Oberkörper. Dann stehen dann so hier Schnappatmung, Lechts und so. Oder die süße Kerl, wenn die, es gibt auch Befragungen, was wollen sie am liebsten oder so. Dann wenn der geile Bauarbeiter von gegenüber wieder. Also Frauen stehen auch unabhängig vom Intellekt oder so absolut auf Arbeiter. Aber umgekehrt ist es natürlich genauso. Also die Stones haben ein Lied gemacht, dass er so auf so ein Fabrikmädchen steht, auf so ein ganz einfaches Mädchen, wo es so ist. Da frage ich mich, ist er schon so weit entfernt,
als Sänger, das ist ja irgendwie für ein Fabrikmädchen schon was ganz Besonderes ist, oder ist die Sängerfigur wieder völlig unabhängig von der echten Figur im Leben oder so? Jedenfalls singt Mick Jagger als absoluter Rockstar über ein Factory Girl. Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Es geht weiter. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Als ich gearbeitet habe oder so regelmäßig irgendwo hingegangen bin, habe ich mir jeden Morgen Wecker gestellt, also abends den Wecker gestellt, damit er morgens klingelt. Und eigentlich nach 2 Tagen brauchte ich den Wecker nicht mehr, weil ich immer ganz kurz vorm Wecker klingeln so aufgewacht bin und den Wecker dann ausgeschaltet habe. Ich brauche den Wecker eigentlich nur, wenn ich mal ganz spät ins Bett gegangen bin und ganz früh aufstehen muss außerhalb des Alltags oder so. Aber es als Arbeiter oder Frühaufsteher oder Schüler oder so, dass ich jeden Tag den Wecker klingeln lassen habe, so ging es mir persönlich nicht, Manfred Krug schon. Klingeln hab ich langsam satt. Ich bin kaputt, fühle mich so matt. Jeden Morgen hau ich sauer auf den Wecker drauf und dreh mich um. Da steh ich doch auf. Spät bin ich unten, dreh das Motorrad an und fahr gleich in die Straßenbahn. Und jeder hält den Atem an. Da ist vorn bloß die 8 im Rad. Und das ist Schad, mein Fuß ist drin. Das Fabrikat ist hin. Ich bin kerngesund, das ganze Leben steht bevor. Ich geh nach Haus und hau mich aus. Klingeln hab ich langsam satt. Ich bin kaputt, fühle mich so matt.
drauf und dreh mich um. Dann steh ich doch auf. Ich geh nach unten, dreh das Motorrad an und flieg gleich vor die Straßenbahn. Und jeder hält den Atem an. Da ist vorn bloß die Acht im Rad und das ist schad. Mein Fuß ist drin, das Fabrikat ist hin. Ich bin kerngesund, das ganze Leben steht bevor. Ich geh nach Haus und hau mich aus. Er klingt genervt, muss ich mal sagen. Er will nicht, aber er sagt schon einen Aspekt, dass wenn man so eine, der Wester sagt, 9-to-5-Arbeit, wenn man so eine feste Arbeit hat, hat man, wenn man Feierabend hat, wirklich auch Feierabend. Und das ist eine feine Sache. Dann, er sagt, er haut sich aufs Ohr, dann sagt man so, jetzt ist Schluss oder jetzt habe ich Urlaub, jetzt habe ich 3 Wochen, da mache ich mal nichts oder so und hat so ein absolutes Freiheitsgefühl, was man so als Schluffi, wie ich so bin, dann eher nicht hat. Ich bin immer so halb beschäftigt, sage, Mensch, das müsste ich noch machen und da und wie mache ich denn das und da und auch diese ganzen Deadline-Typen, die arbeiten ja bis zur Deadline im Prinzip Tag und Nacht, die Kinder verrotten irgendwo im Kindergarten und da ist so eine richtige, klare Arbeit doch eine feine Sache. Aber das kann man den Leuten natürlich, das ist natürlich sehr arrogant, den Leuten zu erklären, die so einen Job machen müssen. Aber auch die so einen Job nicht machen müssen, die regen sich viel auf, wie zum Beispiel Deichkind. Priester, Putzfrauen, Pizza, Bäcker, Proktologen. Wollen lieber popeln, pöbeln, prügeln, bogen. Lehrer, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter. Sehnen sich nach Druckbetankung durch den Trichter. Seelenklempner, Viehbefuchter, Astronauten. Würden gern im Weltraum schunkeln, schwufeln, saufen. Profikicker, Paparazzi, Taxifahrer. Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Mal lieber mal hin für mich. Trucker, Butler, Schlachter, Schaffner, Politessen. Vollen Kammel, feiern, flirten, fummeln, fressen. Fettabsauger, Spargelstecher, Professorin. Träumen auf von FKK in Rockstar-Pose. Kopfgeldjäger, Reiseleiter, Gleisarbeiter. Schreien, rüsseln, rülpsen, rotzen, rammen, reiern. Orthopäden, Boygroup-Sänger, Zeitsoldaten. Vorverlegen, Kreuzworträtsel, Feierabend. Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr. Früh aufstehen zu mehr, was für dich. Arbeit mehr, yeah, 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 yeah. Yeah.
doch mal lieber mal hin für mich. Deichkind, Arbeit nervt. Die genervten Arbeiter würden jetzt sagen, Deichkind nervt. Oder Deichkind arbeitet Nerven. Nerven, Deichen, Kinderarbeit. Arbeiten Kinder Deichnerven? Ich weiß es nicht. Nächstes Lied. Ich arbeite ausschließlich mit dem Gehirn. Yeah. Was geht ab? Sido und Helge Schneider. Helge Schniesel, wie wir Rapper sagen. Yeah. Aha. Oh. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Helge, was geht ab? Josido, was geht ab? Alles klar. Na klar. Bist du schon lange da? Ja, ich warte auf mein Skateboard. Cool. Und sonst so? Nix. Aha. Auch ein Schluck von meinem Bier? Na gut, okay, dann bleib ich noch ein Weilchen hier. Du Sido, was geht? Sag mal, hast du nicht was zu tun? Nee, Helge, ich hab doch keine Arbeit. Hammer, Fett, Bombe, Katz. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Ich sehe doch keine Arbeit. Respekt dafür. Ein richtig fauler Arbeitsloser steckt in dir. Wieso? Ich bin doch fleißig. Fleißig am Chillen und auf das, was die anderen machen, scheiße. Schön. Pass mal auf, mein Junge, ich muss dir jetzt was sagen. Aha. Schweren Koffer kann man nicht alleine tragen. Wenn du aus dem Wasser kommst, dann bist du immer nass. Okay, ich hab verstanden. Hammer, Fett, Bombe, Kratz. Oh. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Aha. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Schuster, Lehrer, Polizist, Sultan, Papst und Kommunist. Siemens, Kanzler, FBI, Atomfabrik und Babybrei. Mr. Bennett, AIG. Microsoft und KDB. KGB und Leckermann. Und der Bäcker, Leckerland. Schlecker, Milka, Mannesmann. Und der Flaschensammelmann. China, Restaurant, Taipei. Avatare in 3D. Grüne Karte für LA. Fotoshooting, ja, okay. Wirklich alle Leute gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur los in diesem Land? Alle gehen arbeiten, nur ich nicht. Was ist nur, was ist nur, was ist nur, was ist nur? Bei uns zu Hause wohnt ein rosa Elefant. Was ist nur los in diesem Land? Alle Leute gehen arbeiten, nur ich nicht. Arbeit ist gut, wenn sie ganz weit weg ist. Wirklich hart. Ein bisschen ist es wie das Materia-Lied, alle haben einen Job, nur ich habe Langeweile. Also ich kann natürlich total verstehen, wenn jemand sagt, er hat keinen Bock zum Arbeiten oder hat keine Lust. Bloß Arbeit ist wirklich schwer zu definieren. Arbeit ist alles. Sido zum Beispiel hat sich getrennt von seiner Frau und da sagt Icke, er hätte, also ist natürlich jetzt völlig abgehoben, aber man muss an Beziehungen auch arbeiten, auch ständig. Also wenn man gar nichts macht, ob man das nur Arbeit nennt oder nicht, dann passiert doch nichts. Und die meisten arbeiten aber eigentlich nicht, um zu arbeiten, obwohl das ja wichtig wäre. Ist ja, Arbeit ist ja, man sagt so schön, Sinnstiften ist ja das, was das Leben eigentlich ausmacht, weil man schläft 8 Stunden. 8 Stunden sollte man arbeiten und 8 Stunden hat man Freizeit, wobei man die Freizeit
leider ausgibt für Fingernägel, sauber machen, Kopf waschen, also essen, aufs Klo gehen, also eigentlich Unsinn, was man ja nicht braucht jetzt in dem Sinne. Also was im Prinzip vertane Zeit ist und wenn man schläft, da merkt man ja nicht viel. Also ist die Arbeitszeit eigentlich die Zeit, die man Leben nennt, die ganze Zeit, wo man aktiv sich verwirklichen kann und irgendwas macht. Insofern ist die Lebenszeit, Arbeitszeit doch die wichtigste Zeit und da sollte man drauf achten, dass man was macht, was einem auch Spaß macht oder so oder dass man vor allen Dingen auch überhaupt was macht. Aber es ist immer noch dieses Vorurteil, dass man arbeitet einfach, um Geld zu kriegen, um zu überleben. Das ist jetzt natürlich nicht schön. Also die Vorstellung, dass man das ganze Leben lang irgendwas machen muss, was man nicht machen will, nur damit man überleben kann. Aber ich fürchte, so ist die Welt noch an manchen Teilen. Und wenn man dann schon diese Arbeit macht, dann will man dafür auch Geld haben, beziehungsweise auch mehr Geld. Ich bin Bruno Wolf und seit 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute muss es raus. Hey Boss, ich brauch mehr Geld. Jeden Morgen fahr ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich da nur eine ruhige Kugel schieb, bei mir, da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin doch einer, der die Firma stützt und der sie hält, der nie auf Krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Seit Wochen schon liegt meine Frau im Bett und hustet stark. Und Kinder habe ich reichlich hier zu Haus. Früher machte sie noch nebenbei eine echte Mark. Und mein Ältester trug morgens Zeitung aus. Seitdem der eine Braut hat, lebt er in der anderen Welt. Und deshalb kommt es, dass mir heute jeder Groschen fehlt. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Ich will ja keine Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren mit Kindern, Frau und Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in den Mund. Hey, 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 hey Boss, ich brauch mehr Geld. Wer Sorgen hat, so viel wie ich, der trinkt doch mal ein Bier und kommt am Abend spät nach Haus. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann sind schnell die Taschen leer und deshalb ist bei mir der Ofen aus. Gerade darum hat sich meine Frau bestimmt auch so verkühlt. Aus diesem Grund bin ich jetzt hier, auch wenn's ihr nicht gefällt. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Hey, 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 ich brauch mehr Geld. Wir haben gelernt, ist das der Unterschied zwischen Osten und Westen. Ist, im Osten durfte man nicht auf dem Staat schimpfen. Wenn man so Honecker ist doof gesagt hat, wo kommt man im Prinzip in den Knast oder so. Aber man konnte sagen, hier, mein Boss hat Mist gebaut, wir warten hier auf das Material, das kommt nicht, der Arbeitsablauf, der stimmt hier nicht, wir müssen hier das ändern und so. Und im Westen war es umgekehrt, man könnte sagen, häng Kohl auf oder so, das fanden alle ganz normal als freie Meinungsäußerung. Aber wenn man gesagt hat, mein Chef baut hier Scheiße, ist man einfach entlassen worden oder so, weil das haben die sich nicht gefallen lassen. Und der Chef, der war dann im Prinzip so eine Art Feindbild, was die Arbeiter aber auch irgendwie brauchten oder so. Da gab es dann viele Begriffe, der Chef, der Boss. Bei uns haben sie noch gesagt, der Alte. Der Spanner war der Mitarbeiter. So Hugo Boss ist eigentlich ein richtig guter Name. Da ist der Chef schon mit drinne im Namen, ist total gut. Aber wenn es nicht genug Geld gab und man nicht durchkam beim Chef, dann half eigentlich nur noch der Streik. Streik ist eine ganz alte Sache.
die kommt von Englisch, von Schlagen, aber auch von die Segelstreichen, weil die ja mal irgendwo auf irgendwelchen Schiffen, da haben sie mal irgendwie die Arbeit eingestellt, weil die Arbeitsbedingungen an Bord zu schlecht waren und da haben sie die Rahen heruntergelassen, dass man die Segel nicht aufziehen konnte und das heißt dann Strike the Sails, also die Segelstreichen. Und da hat sich das Wort Streik für Arbeitsniederlegung dann in Wales und in England dann verbreitet. Und jetzt sagt man in Deutschland noch Streik und im Prinzip in allen Ländern. Das wird immer Streik ausgesprochen, aber wird anders geschrieben. Dänisch Streik, Schwedisch Streik, Norwegisch Streik, Kroatisch Streik mit AY und so weiter und so weiter. Und in Deutschland einfach Streik. Wieder VEB, Ton, Steine, Scherben. Und hier kann man mal sehen, dass der Inhalt ein bisschen das Künstlerische, also der Inhalt steht hier im Vordergrund, dass gestreikt wird. Umgekehrt ist es bei Bob Dylan. Da ist erstmal ein Muted Lied da und später habe ich mich erst drum gekümmert, worum es da geht. Das ist die Desolation Roll.
Roh. Ich dachte, es ist gerollt. Aber ist die Roh? Was ist denn Roh? Irgendwas Raffes, Raues. Keine Ahnung. Mit Desolation ist irgendwas Schlechtes, weil es fängt mit Deso an. Desolat. Ich werde noch Sprachforscher im zweiten Leben. Die Desolation Roll ist wohl die große Rolle, durch die alles gedreht wird, es sei denn, man steht selber an der Kurbel. Das hab nicht ich gesagt, sondern jemand anders. Wir hören das mal, das Lied. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles. And puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. And someone says, you're in the wrong place, my friend. You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady even taking all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. Going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window. For her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. Death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession's her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet.
alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row, across the street they've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here a spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom shouting to skinny girls, "Get out of here if you don't know. Casanova is just being punished for going to Desolation Row." At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders, and then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, "Which side are you on?" And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. Thank you.
received your letter yesterday about the time the doorknob broke. When you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row. Radio 1. Flake, des Tastenfickers Podcast. Stood before the judge that day as he refused me bail. I knew that I would spend my time awaiting trial in jail. I said, there is no justice, as they led me out the door. And the judge said, this isn't a court of justice, son. This is a court of law. They first sent me to Windsor, and then to Stoke-on-Trent. In a holding cell in Liverpool, 3 days and nights I spent. My solicitor can't find me, my family don't know. I keep telling them that I'm innocent. They say, come on son, in you go. I was picked up on suspicion of something I haven't done. Here I sit in F-Wing, waiting for my trial to come. It's a cruel, unusual punishment that society demands. Innocent till proven guilty, waiting on remand. Up in this jail built in 1882, one man to one prison cell was a Victorian value. Now 3 of us are squeezed in here, and you can't escape the smell of that bucket in the corner, and we eat in here as well. They let me out of this cage to slop that bucket out, to get my food and bring it back, and if I'm lucky, get a shower. Apart from 1 hour's exercise, I'm locked in here all day. You don't turn criminals into citizens by treating them this way. Of law and order, the stench of wormwood scrubs, with judges quick to sentence, sending more down from above. It's a cruel, unusual
punishment that society demands. Innocent till proven guilty, rotting on remand. Es war Billy Bragg. Ich habe das Lied ausgewählt, weil es ist von der Platte Working Class Playtime. Und Working Class ist ja verständlich die Arbeiterklasse. Billy Bragg kenne ich persönlich aus Zufall, weil der in der DDR gespielt hat. Der war in der Volksbühne und beim Festival des politischen Liedes. Und ich fand ihn unabhängig von der Musik unsagbar sympathisch. Der hatte so kurze Haare, eine Lederjacke an, war sportlich, jung. Der war so das Gegenteil von diesen Ostrockern, die mit ihrer Wampe da standen und Schnurrbart und so und auf Musiker gemacht haben. Das war so ein echter Frischer. Ich habe den nie als Punk gesehen, obwohl er im Prinzip mit seiner Gitarre eine ganze Band ersetzt hat. Ich fand den richtig gut. Billy Bragg, ich versuche den meinen Kindern vorzuspielen, die interessiert es nicht. Die erkennen ja nicht mal Bob Dylan. Das war das Lied davor. Bob Dylan hat man früher beim ersten Ton erkannt, weil der so genäselt hat. Man hat gesagt, er hat so undeutlich gesungen, dass selbst seine besten Freunde nicht verstanden haben, wovon er singt. Mir war es egal, weil ich das Englische so und so nicht verstanden habe. Und ich versuche, meine Kinder vorsichtig ranzuführen, indem immer, wenn was im Radio kommt, ist ja selten genug, frage immer, wer singt da? Und dann kommt so, Police? Nein, hör doch mal auf die Stimme und so. Ich weiß, Red Hot Chili Peppers. Nein, so ähnlich. Johnny Cash. Nein, aber bist nah dran, das lassen wir gelten, es ist Bob Dylan. So ist es eben, wenn man Rentner ist und versucht, irgendwie die Kinder irgendwo dran zu halten. Und bei Rentner fällt mir ein, das ist ja die Stufe danach der Arbeit, dass ich eine Band gefunden habe, die Rentnerband heißt. Und die musste ich doch sofort spielen. Guten Tag. Ich möchte mich ihm mal vorstellen, obwohl sie mich sicherlich schon kennen. Irgendwo haben wir uns bestimmt schon mal gesehen. Was? Das glauben Sie nicht? Na, dann hören Sie mal gut zu. Morgens, wenn Sie aus dem Haus gehen und ins Büro wollen, hab ich bereits Ihren Dreck weggeräumt. Na, wissen Sie jetzt, wer ich bin? Richtig erraten. Ich bin Herr Suhr von der Müllabfuhr. Ich hab ne Frau. Sie müssten so jeden Morgen um 4:30 hoch und dann gleich wieder rein in die Einheitsklamotten. Und los geht's, hoppla, hinten drauf gesprungen auf das Brett, 50x30. Und der Geruch vom Müllwagen dreht Ihnen das Frühstück so richtig im Magen um. Glauben Sie vielleicht, das macht Spaß, ne? Ich bin Herr Suhr von der Müllabfuhr. Ich hab ne Frau. Und schönen Segen von den Kollegen. Und wenn Sie wüssten, was wir so alles auf der Müllhalde finden, das sind manchmal komplette Einrichtungen. Ich verstehe gar nicht, warum Sie das alles wegschmeißen. Soll ich Ihnen mal sagen, was wir da alles so mitnehmen? Vom Kamm mit allen Zinken dran bis zum kompletten Schlafzimmer, wo nur noch die Bettpumpen fehlen. Eines Tages, da tauchen die Sachen nochmal original verpackt bei uns auf. Wir von der Müllhalde könnten von dem, was so rumliegt, ein Kaufhaus aufmachen. Ist zwar nicht der letzte Schrei, aber in ein paar Jahren ist das Zeug bestimmt wieder modern. Ich schwör's Ihnen. Ich bin Herr Suhr von der Müllabfuhr. Ich hab ne Frau und auch vier Kinder und recht schön Dank. Und schönen Segen von den Kollegen. Und nun ist ja wieder Weihnachten. Unser Spruch, den kennen Sie ja bereits. Ne? Die Aschalmer Leute wünschen ein frohes Fest. Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen sagen, da lernt man seine Pappenheimer kennen. Also wenn ich da an den Schlachter unten denke, naja, hack drüber. Aber ab der Gemüseheini, das ist ja jedes Jahr der gleiche Kohl. Nur Oma Martens oben im Achten.
das ist doch eine Frau mit Herz. Das schüttet sie einem zwar immer aus. Naja, und solange der Schnaps reicht, ist das ja auch immer okay. Man muss ja sehen, dass man rumkommt. Ich bin Herr von der Müllabfuhr. Ich hab ne Frau. Und schönen Segen von den Kollegen. Ich bin Herr Suhr, ich bin Herr von der Müllabfuhr. Ich hab ne Frau und bei sechs Kinder. Und recht schön Dank für Schnaps und Schrank. Und schönen Segen von den Kollegen von Herr Suhr von der Müllabfuhr braucht keine Angst zu haben, dass er durch eine Maschine ersetzt wird. Das war die größte Angst irgendwie in 80er Jahren oder so. Ja, unsere ganzen Jobs werden fallen, alles können Maschinen machen. Klar können die Maschinen viel machen, aber eigentlich die wichtigsten Sachen nicht. Die wichtigsten Sachen sind ja bei der Arbeit mit anderen Menschen umzugehen, also die Pflegeberufe und so, obwohl die können vielleicht jetzt auch schon die Roboter machen. Es gibt ja hier die Streichelkatzen und so, die auch miauen und so, die im Demenzheim sind. Aber ich glaube, die Angst, dass Menschen von der Maschine ersetzt werden, ist geringer als die Angst, dass man einfach ausgebeutet wird oder so, dass man in Berufen arbeitet. Also, dass man nicht das machen kann, was man eigentlich machen will und was man machen könnte, weil irgendjemand damit dann kein Geld verdient oder so. Und klar, werden Pflegekräfte vom Staat bezahlt. Und nicht privat. Und dadurch ist keiner groß interessiert, da noch 1.000, 2.000, 5.000 mehr einzustellen, weil die ja von irgendwelchem Geld bezahlt werden müssen und keiner hat Lust, irgendwas zu bezahlen oder so. Also das Problem liegt eher in einer Ungerechtigkeit oder einer Profitgier der Leute, als dass jetzt irgendwie Maschinen kommen oder so. Aber die Vorstellung hat auch was Faszinierendes, dass man nicht mehr zu arbeiten braucht im Großen und Ganzen oder dass ein riesiges Herr von Maschinen die ganzen so Arbeiten ausfüllt und so zu so einer Macht werden, zu so einem ästhetischen Wunderwerk wie bei Moderne Zeiten von Chaplin oder so. Die Firma, also jetzt die Ostfirma, die gibt auch eine Westfirma, die meine ich nicht, hat darüber ein Lied gemacht, das heißt die Maschinenrepublik und das umfasst eigentlich noch mehr als dass einfach die Arbeiter durch Maschinen ersetzt werden, sondern das heißt, dass die ganze Republik im Prinzip den Gesetzen einer Maschine unterliegt, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Es kann auch sein, ich habe das völlig falsch verstanden. Hier ist die Firma. Maschinenrepublik, das sind die Kinder der Maschinen. Republik, was sind die Kinder der Maschinen? 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 Beton. Und du sammelst Gefühle wie Nuggets aus Gold, das Anderssein hattest du schon. Hier ist deine Zeit und hier ist dein Platz, hier ist deine Zukunft, dein Bett. Und ob und wohin und warum du rennst, weißt es nicht und du kommst auch nicht weg. Arsch an der Wand, deine Zähne, die glitzern.
Nochmal Dank an die beiden Kinder der Maschinenrepublik, die da mitgesungen haben. Jetzt sind die Kinder der Familie Baumgärtel aus Hermsdorf bei Dresden. Deshalb haben die diesem Lied so einen schönen sächsischen Unterton gegeben, was der Sache aber mehr Ernsthaftigkeit verleiht, weil gerade man hat ja den Sachsen so nachgesagt, dass sie so ganz ordentlich sind und alles so richtig machen wollen und so. Und das im Bezug auf die Maschine finde ich schon wieder fast richtig gut. Das nächste Lied hat den Vorteil, dass ich es mal noch nicht kenne und mir selber so anhören kann. Ich denke, es geht ums selbe Thema, weil das Lied heißt Menschine. Das ist so ein wunderbares Mischwort wie Gundulatrine oder mäßig. Also Menschine, muss ich mal so auf der Zunge zergehen lassen, von Dendemann. Wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben und ihnen die verschiedenen Maschinen Wahrheit geben, wenn sie wie Maschinen lieber dienen als nachdenken und sich nur nach jüngeren Maschinen den Hals verrenken. Wann ist die Maschine erschienen? Wann das nächste Update? Schraub um Schraube, Zahn um Zahn, bis das letzte Rad dreht. Alle Systeme hoch, doch Standby im Herz. Schon im Maschinen, die Maschine kennt keinen Schmerz, weil echte Maschinen keinen Termin verschieben und Maschinen das kriegen, was Maschinen verdienen. Wenn die Leute also wie Maschinen arbeiten, dann können sie auch so feiern und noch bis sieben da bleiben. Wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit, wenn die Leute wie Maschinen keine Rente mehr haben, bleiben am Ende vom Abend nur die vier Wände und Fragen. Draußen sind tausend Roboter in trendigen Farben, alle lebendig begraben, egal, Handy geladen. Das ständige Warten, bis du neue Befehle kriegst, bis die Maschine im Arsch wie eine räudige Seele ist. Tat nicht weh, war zum Glück nur aus Plastik, ist doch alles eh nur Algorithmus-Gymnastik. Du bist eine Maschine und dein Körper der Gegner, sei kein Nörgler und Hater, alter, work hard und play hard. Wenn die Leute wie Maschinen die Nacht durcharbeiten, dann können sie auch so feiern und noch bis 8 Uhr da bleiben. Wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben, tan wie eine Maschine, lauf wie eine Maschine, kauf und hör nicht auf wie eine Maschine, leb wie eine Maschine, leb wie eine Maschine, flieg hoch und fall tief wie eine Maschine. Maschine, lauf wie eine Maschine, kauf und hör nicht auf wie eine Maschine, leb wie eine Maschine, leb wie eine Maschine, flieg hoch und fall tief wie eine Maschine. Maschine. Eigentlich fehlt jetzt nur noch James Brown mit Sexmaschinen. Das würde jetzt schon wieder passen, aber das geht doch schon wieder ein bisschen ein anderes Thema, weil es geht ja nicht um Maschine oder um Sex, sondern um Arbeit. Und ich kann es nur noch mal sagen, Arbeit macht das Leben süß, so süß wie Maschinenöl. Das haben auch die Scherben gesungen, ist ja Wahnsinn. Man könnte fast eine Scherbensendung über die Arbeit machen, aber da reicht wieder mal die Zeit nicht. Wir haben noch ein Lied, wozu die ganze Arbeit jetzt fürs Land führt, nämlich zur Steigerung des Bruttosozialproduktes. Das sind Wörter, die ich im Staatsbürgerkundeunterricht nicht gelernt habe. Da hatte ich nur Unterbau, nee, Quatsch, Überbau, Basis und Überbau und so und Marxismus lesen. Ich habe alles vergessen. Wozu gehe ich denn zur Schule, wenn ich alles vergesse? Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben und man arbeitet nicht für die Schule, sondern für sich selbst, finde ich. Ich weiß es auch nicht. Am besten ist, man geht früh ins Bett, also jetzt,
Dann hört man nämlich auch früh das Weckerklingeln nicht, weil man schon von selbst aufgewacht ist. Ist das nicht mein Tipp? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht. Denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt, dann hat einer nach dem anderen die Arbeit gut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstag. Tak, 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 tak. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Flake, des Tastenfickers Podcast von Radio 1.